Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier in Schnubbis Playground. Nach einer längeren Pause gibt's mal wieder was von mir. Und zwar handelt es sich diesmal um das Spiel Quantum Rush, was sich momentan noch in der Closed Beta befindet. Ich habe bei YouTube von Game Art Studio einen Beta-Key angeboten bekommen. Hat natürlich gleich gesagt, mache ich auch. Und als kleines Dankeschön verbreite ich dann dieses Video hier auf YouTube. Ich hoffe, das findet auch sehr viele Zuschauer und verlose dann auch gleich noch einen weiteren Beta-Key. Einfach in die Comments schreiben, dass ihr den haben möchtet. Vielleicht noch ein Däumchen nach oben auf mein Video und dann bekommt ihr dann den Key per E-Mail zugeschickt. E-Mail-Adresse brauche ich natürlich auch. Am besten per Privatnachricht. So, dann werde ich auch gleich mal ins Spiel einsteigen. Beziehungsweise mal gucken, ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt, was man hier so machen kann. Die Highscores, na, ich habe ja noch kein Rennen gemacht. Mal gucken, was es hier so für Gleiter gibt, ob ich überhaupt schon welche auswählen kann. Ja, das ist eigentlich, so viel ich weiß, einfach nur ein Rennspiel mit Gleitern. Mehr habe ich da so selber noch nicht geguckt. Man kann sich ja hier so ein bisschen umgucken. Wie man sieht, sind die Gleiter bewaffnet. Aber, jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall, damals gab es auch schon mal so ein Spiel. Also mehrfach, egal. Dann gibt es hier den Iron Energy, dann gibt es den Nitro. Was kann der denn schönes? Oh. Eingebaut haben die Booster. Ja. What? Ah, hier kann man forschen auf jeden Fall noch. Drei Schiffe, die man so hat, kann man weiter forschen. Ist allerdings alles gesperrt, wie man sieht. Deswegen Forschung überspringen. Schließen. Dann gehen wir erstmal zurück. Das ist eingebaut, der ist noch gesperrt. Da gehen wir weiter zurück. Kann der hier schönes. Oh, der sieht doch ganz cool aus. Stellplatz kaufen. Nah. Ich will erstmal ein Rennen fahren jetzt. Gucken. Ich hoffe, Death Race. Im Death Race kämpfen die Teilnehmer mit allen Mitteln um die beste Platzierung im Rennen. Waffeneinsatz ist ausdrücklich erwünscht. Im Speed Race steht das Fahrgeschick der Teilnehmer im Mittelpunkt. Waffen-Pickups und Waffen-Pickup-Items und Hersteller-Eigenschaften sind deaktiviert. Trainingsmodus fährst du allein auf einer Strecke deiner Wahl, um deinen Gleiter und die Rennstrecken kennenzulernen. Das hört sich doch erstmal gut für mich an. Ja, den Nano 1 wollte ich haben. Canyon. Ich habe einen Flughafen. Für zwei Runden. Gleiter 1. Ja, starten wir mal das Training. Und gucken wir mal an hier. Schnubbi fährt mit dem Nano 1. Und mein durchschnittlicher Platz ist natürlich der erste. Ohne jemals ein Rennen gefahren zu haben. Wie gesagt, befindet sich das Game noch in der Closed Beta, also seid nicht zu böse, wenn das hier Bugs gibt oder sowas. 3, 2, 1, GW ist schon mal Speed geben. Wow. Alles in allem ist das hier eigentlich relativ einfach. Wow. Tasten nebenbei checken. Wahoo! Ah, Leertaste schießen, okay. Hey, geil. Cool. Schon an der Wand überholen. F-Zero X, das war das Spiel, was ich gesucht habe. So ist das. Fiel mir gerade auf, als ich auf diesen Auflade. Reifen war. Piu, piu. Au. Düs. Oh, verdammt. Piu. Das war die erste Runde. Irgendwie kann ich die Items aber nicht aufnehmen. Keine Ahnung, ob es im Trainingsmodus liegt oder... Autsch. Musik ist auf jeden Fall schon mal cool.
Waffen können, wie man sieht, oben auch überhitzen. Wahrscheinlich ist das dieses Aufladesymbol, was ich vorher nicht einsammeln konnte. Die Aufladefläche meine ich, wo ich drüber gefahren bin. War für die Energy? Ne, Energy. Okay. Hat nichts gesagt. Piu, piu, piu. Boah. Ich glaube, ich sollte mir vorher mal die Tastenbelegung angucken, bevor ich hier rumdüse. Wuhu! Erster. So, Steuerung ist auf jeden Fall schon mal gut. Bugs habe ich bis jetzt eigentlich keine gesehen, glaube ich. Ist immer schon mal gut für einen Closed Beta, die jetzt gerade erst angefangen hat, in, ich glaube, vorgestern oder so. Einstellung. Grafik, kann man die Grafik noch hochschrauben? Texturqualität ist schon hoch. Schattenauflösung kann ich nicht hochschrauben. Schattenqualität ist weich. Ja, passt schon. Ich kann auch einfach hier alles auf hochstellen. So. Grafik. Tastaturbelegung, da ist es doch. Beschleunigen. Links lenken. Luftbremse links, Luftbremse rechts. Achso, deswegen bin ich da auch. Okay. Booster war S. Ich hab da vielleicht rückwärts. Hopp. Primärwache Space. Pickup einsetzen ist alt. Achso. 3 Pickups durchwechseln ist X. Pickup entfernen F. Rückspiegel. Beziehungsfenster ist okidoki. Also alt oder alt groß zum Feuern. Na dann kann man doch direkt mal hier einen Kampf starten oder hier Todesrennen hier machen. Flughafen. Das Flughafen wieder. Kenne ich ja wenigstens schon so ein bisschen. Dann wollen wir mal gucken. Nur um Stunden handeln. Ach, hier kann man die Map wohnen. Okay. Warte auf einen Spieler. Komm schon. Ja, geilo. Dann geht's auch endlich los. Wuhu. Wollen wir mal hoffen, dass man nicht zu sehr gepornt wird hier. Sonst wäre das ein bisschen peinlich. Oh fuck, ich wollte eigentlich ein anderes Fahrzeug haben, nicht dieses komische Ding. Fuck. Three, two.
3, 2, 1, go! Ha! Geht auf jeden Fall schon mal gut ab, ey. What? Okay, das ist ziemlich merkwürdig, dass man... auf S den Booster hat. Wuhu! Tschu-tschu-tschu! Wuhu! Das rockt mal hier. Wuhu! Zwar die Aufladefläche verpasst, aber egal. Banzai! Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ah! Oh, hier scheint richtig zu sein. Armor. Irgendwie bin ich hier der Einzige, glaube ich. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig gefahren. Hier sind zumindest noch Booster. Sieht doch gut aus hier. Erste Runde, erster Platz, glaube ich. Oh, was war das jetzt? Wow. Wie legt der nur die Energie auf mich? Die Rüstung. Was soll denn der Scheiß? Groß, groß, groß. Bloß keine Fehler machen hier. Oh, sowas zum Beispiel. Ich frage mich nur gerade, wo die anderen alle sind. Jetzt war sie hinter mir. Und damit habe ich dann wohl das erste Rennen gewonnen. Was? Boah, das Ding sieht schon ganz schön gut ramponiert aus. Ich weiß bei den meisten Effekten noch nicht, was sie bringen. Da wäre so eine kleine Auflistung ganz cool. Aber ansonsten stört mich eigentlich in diesem Spiel nur die Waffenreichweite. Denn der schießt ja meistens in den Boden statt geradeaus. Aber das ist wohl auch so gewollt, denke ich mal. Nicht, dass man über die halbe Map dann plötzlich den ersten Platz abschießen kann. Dennoch...
hat dieses Spiel auf jeden Fall Potenzial. Ja, ich bin sicher, danke. Und kann auf jeden Fall bestimmt sehr viel Bock machen, wenn man dann erstmal so ein bisschen berühmter ist mit diesem Spiel, ein bisschen mehr Spieler findet, auch um Rennen zu gestalten. Vielleicht dann auch hier ein paar Freunde hat, mit denen man zusammenspielen kann, beziehungsweise gegeneinander spielen kann. Macht bestimmt Laune und erinnert auf jeden Fall an die alten Nintendo-Zeiten mit F-Zero. Nur, dass man jetzt noch Waffen dazu hat. Ich glaube, die hatte man damals nicht. Egal, auf jeden Fall ein kleiner Tipp und wie gesagt, wer einen Beta-Key haben will, einmal in die Kommentare schreiben, dass ihr den haben wollt, mir eine private Mail schicken an schnubbisplayground@googlemail.com mit eurer E-Mail-Adresse, an die ich den Code dann schicken kann, mit einer kleinen Anleitung, was ihr machen müsst, um das Spiel runterzuladen, euch da zu registrieren und Daumen hoch, wenn nett. Bis dahin, bye bye.